Wir stehen hier oben am Spitzingsee auf 1000 Meter. Die letzten Stunden hat es hier oben noch fantastisch geschneit. Und jetzt merkt man das, was auch Lawinenlagebericht und Wetterbericht gesagt hat. Bis auf 1500 Meter hoch kommt es mit Regeneintrag. Somit wird die Schneedecke noch deutlich labiler, weil sie erstmal viel mehr an Gewicht zunimmt. Und dann natürlich gegen Abend hin können wir sehr gut mit Gleitschneelawinen, mit Nassschneelawinen rechnen, die man gar nicht so einfach außer Acht lassen darf, weil die kommen ohne unser Zutun aus den Steinhängen hervor. Aber grundsätzlich ist jetzt momentan ein Dreierlawinenlagebericht fast auf ganz Bayern ausgegeben. Allgäu hat natürlich wie so häufig ein Vierer. Das liegt an dem starken Nord-Nordwest-Wind, an dem stürmischen Wind, der oben an kammnahem Gelände den Schnee packt, der ja doch zuhauf gerade da ist und Triebschneepakete bildet. Über Nord nach Ost bis nach Süden runter, komplettes Gefahrenpotenzial, das sich sicherlich über die Tage jetzt auch aufrechterhalten wird, je nachdem, wie viel Neuschnee dann auch noch Samstag, Sonntag kommt. Also wenn jemand im Gebiet unterwegs ist, nicht nur hier bei uns am Spitzingsee, sondern überall im Bayerischen Alpenvorland, er braucht unbedingt lawinenkundliches Beurteilungsvermögen, um auch einigermaßen sicher unterwegs zu sein. Wer Lust und Laune hat, der kann sehr gern immer donnerstags und samstags sich für einen Lawinenkurs Theorie intensiv online anmelden beim lawinencampbayern.de. Da bieten wir diese Vorbereitungskurse an, die wir sonst natürlich auch ohne Corona immer live gemacht haben, auf den Hütten oder in den Gaststätten und jetzt online.